Linke Tasche, rechte Tasche, man rotiert aus der Rotation. An der Wall Street passiert heute ziemlich genau das Gegenteil von dem, was gestern passiert ist. Gestern Nvidia unter Druck, das hat den Nasdaq mit nach unten gezogen, während Dow Jones, Nebenwerteindex, Russell 2000, Energie, all das waren starke Sektoren, die sind heute alle im Minus. Dagegen Nvidia nach dem dreitägigen Abverkauf, der vor allem gestern sich nochmal intensiviert hatte, heute deutlich im Plus, fast die Verluste von gestern wieder wettgemacht. Es ist Tech, das zulegen kann, aber die meisten Aktien verlieren heute. Gestern war das genau umgekehrt, da haben die allermeisten Aktien gewonnen, nur einige wenige verloren, aber diese wenigen, die waren eben schwere Aktien. Schauen wir uns das ein bisschen uninspirierte Bild heute mal an. Die wichtigen Dinge, die kommen ja noch. Wir haben morgen nachbörslich die Micron-Zahlen, also KI-Euphorie, ja oder nein. Dann haben wir in der Nacht auf Freitag diese US-Präsidentschaftsdebatte. Wir haben am Freitag die PCE-Inflationsdaten und dann am Wochenende natürlich die Wahlen en France. Wir sehen das, wenn wir hier mal jetzt zum Marktgeschehen zunächst mal kommen und zu meiner Lieblingsaktie Nvidia, dann sehen wir hier, gehebelter Nvidia ETF hatte zuvor ein Inflow, also ein Zufluss von 743 Millionen Dollar in einer Woche. Die hat es gestern wohl ganz schön erwischt und ich hatte heute ja getitelt im Videoausblick Nvidia-Massaker, nachdem die Aktie ja fast 500 Milliarden oder das Unternehmen fast 500 Milliarden Dollar an drei Tagen an Marktkapitalisierung gewonnen hat und verloren hat. Und dann haben viele gesagt, ja, was für eine Übertreibung und so weiter. Aber gucken wir uns mal an. Bloomberg hat ermittelt, dass der Absturz der größte Dreitagesverlust an Marktkapitalisierung in der Börsengeschichte ist eines Unternehmens, also der größte Dreitagesverlust der Geschichte an Marktkapitalisierung, und Geschichte ist ja bekanntlich relativ lange, ne? Also der Geschichte ist ja tendenziell lange, ne? Da ist das, was ich immer sah, ja, jedenfalls ist das also schon erheblich gewesen. Heute, wie gesagt, hat sich das Bild umgedreht. Ein Faktor dürften die Optionen gewesen sein. Wir haben schließlich hier weniger Optionsvolumen und es dürften wie 2021 bei Tesla vor allem die Optionen gewesen sein. Also die Leute kaufen Calls auf Nvidia, gehen also gehebelt sozusagen auf steigende Kurse mittels Optionen bei der Nvidia-Aktie. Die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen müssen mitgehen, müssen sich absichern und das Underlying kaufen respektive die Nvidia-Aktie. Aber das ist jetzt deutlich weniger. Hier sehen wir mal die Call Options loses steam. Also die haben so ein bisschen, fehlt da die Musik, vielleicht ist die heute wieder reingekommen durch die Optionen, das werden wir wahrscheinlich erst später wissen. Jedenfalls hat ein Shortseller da einigermaßen gut gewonnen, die also vom Timing her ganz passend hier agiert hatten. Insgesamt ist und bleibt Nvidia zu teuer. Hier sehen wir mal Price-to-Sales-Ratio weit über 21, dann kommt Microsoft mit 11, dann kommt Apple, die ja auch schon teuer ist, vor allem für ein Unternehmen, das überhaupt nicht mehr wächst, mit 7. Also das ist schon sehr, sehr sportlich. Da muss ein unfassbar großes Wachstum der Fall sein. Und die Frage ist, kommt dieses Wachstum? Denn schauen wir uns mal an, was die Kunden von Nvidia sagen. Und das sind ja nur eine Handvoll, aber das natürlich die Großen wie Microsoft, Google, wie sie alle heißen, und dann, was die sagen, wie viel Geld sie ausgeben werden, also CapEx, was da also sozusagen an Investitionen der Fall sein wird. Und wir sehen, da gibt es ein gewisses Mismatch, also irgendwie stimmt die Relation nicht zwischen dem, was Nvidia an Revenue uns, an Umsatzentwicklung prognostiziert, uns sozusagen verspricht, und da auf der anderen Seite das, was die Kunden von Nvidia eigentlich sagen, was sie an Ausgaben, an Investitionen tätigen werden. Davon ist ja durchaus ein Teil eben auch Chips, die man vielleicht kauft. Also irgendwas stimmt hier nicht, aber das sind Verschwörungstheorien, meine Damen und Herren. Aber wie auch immer, wenn wir zu diesem zur Heatmap zurückkehren, also zum Marktgeschehen, dann sehen wir die rechte Seite wieder weitgehend rot. Das, was gestern zulegen konnte, Energie zum Beispiel, Banken zum Beispiel, gestern Regionalbanken ja relativ stark. Heute sehen wir vor allem Google, vom Amazon und dann natürlich die Nvidia-Aktie deutlich im Plus.
Eli Lilly aus dem Pharmasektor auch im Plus, weil man gesagt hat, man macht irgendwas mit KI zusammen mit OpenAI, also so KI und so. Und das reicht natürlich, um da ein paar Kursanstiege mal zu rechtfertigen. Wir sehen den Russell im Minus, wir sehen den Dow Jones im Minus, der gestern der große Gewinner war, aber der Nasdaq 100 deutlich im Plus mit einem Prozent, S&P etwas verändert. Diese Magnificent Seven sind über 15 Billionen wert. 2018, also vor 6 Jahren, waren es 3,5. Man hat sich also mal in 6 Jahren fast verfünffacht. Okay, kann man machen. Dabei ist man jetzt, weil das natürlich die Bewertung der gesamten Aktienmärkte oder des amerikanischen Aktienmarkts insgesamt nach oben treibt, so teuer in Relation Price to Book, also praktische Marktkapitalisierung zu Buchwert, wie noch never ever in History. Und wir sehen, die Konzentration ist jetzt so hoch, wie sie kurz vor einer etwas ungemütlichen Zeit im Jahr 1929 war, nämlich Prozentanteil der Top 10% der Aktien gegenüber dem Gesamtmarkt knapp unter dem Hoch, was wir 1929 erreicht hatten. Wir hatten ja im Grunde 2 Treiber der Rallye gesehen seit Oktober. Das eine war die Hoffnung auf die Senkung der Zinsen durch die Fed. Diese Hoffnung hat sich irgendwie nie bewahrheitet, nie bewahrheitet, nie bewahrheitet, aber dann kann man ja immer weiter hoffen, das scheint sozusagen das Muster zu sein. Und wenn die Ernüchterung dann doch mal zu groß war, dann hatte man ja KI, hatte man Nvidia. Jetzt zum Beispiel heute Aussagen von Bowman, die auf der eher hawkischen Seite unterwegs ist bei der Fed, die sagte, also ich sehe gar keine Zinssenkungen für 2024 und vielleicht müssen wir die Zinsen sogar nochmal anheben. Uiuiui, das ist natürlich ein komischer Text, aber wir hatten heute Inflationsdaten aus Kanada. Das ist ein ähnlicher Wirtschaftsraum, kann man sagen, die deutlich höher waren als erwartet. Auch David Rubenstein hat sich jetzt hier geäußert und sagt, nee, also vor den Wahlen wird es keine Zinssenkung mehr geben. Und das kann ich mir auch vorstellen, schlichtweg, weil die Fed sich da raushalten will. Man kommt jetzt immer näher an diesen Wahltermin. Jetzt wird man die Zinsen noch nicht senken können. Erstens, dann hat man jetzt die Juli-Sitzung, Ende Juli die nächste Sitzung. Dann hat man eine Sitzung im September. Also wenn man im Juli die Zinsen nicht anhebt, dann wäre man im September schon sehr nah dran an den US-Wahlen. Und insgesamt aber, weil sich die Fed-Mitglieder natürlich widersprechen, gestern hatten wir die großartige Daily von der San Francisco Fed. Miss Woke, wie manche auch sagen, die gesagt hat, ja, sieht so aus, als würde sich die Wirtschaft verschlechtern. Da hat sie durchaus einen Punkt. Aber dennoch sehen wir eben eher stagflationäre Tendenzen. So oder so, selbst in der gute Jim Cramer bei CNBC zeigt sich genervt über diesen permanenten Fed-Speak, die irgendwie alle etwas anderes sagen, also diese Kakophonie. Und Sven Hendrik stimmt dem zu und sagt, warum äußern die sich so oft, sollen sie es doch lassen, wenn sie wirklich was zu sagen haben, sollen sie es sagen, aber es sind viel zu viele Fed-Reden, werden in dieser Woche auch noch einige folgen. Ich hatte vorhin schon die kanadische Inflation, die heute veröffentlicht wurde, gezeigt. Hier sehen wir einen Anstieg von 2,9% zum Vorjahresmonat, erwartet 2,6%. Und die Bank of Canada hatte ja kürzlich die Zinsen gesenkt von 5,0 auf 4,75%. Und das dürfte sich die Fed auch anschauen. Ja, was machen wir denn, wenn wir die Zinsen senken und die Inflation geht dann wieder nach oben? Also das werden wir uns sehr genau überlegen. Spricht auch dafür, dass zumindest vor den Wahlen da nicht mehr viel kommt. Wir sehen insgesamt, ja, wir haben eine Verschlechterung der Konjunkturdaten gesehen zuletzt. Ausnahme Einkaufsmanager-Index aus den USA, der kürzlich kam, und wir haben tendenziell, wenn wir die Preiskomponenten sehen, wieder ziemlich heiße Preiskomponenten, Stagflation Fears, die so langsam aufkommen. Das hat die Aktienmärkte aber nicht gestört. Wir sehen hier mal 2024 doch schon sehr, sehr gut gelaufen im Vergleich zu Präsidentschaftswahljahren oder auch Nicht-Präsidentschaftswahljahren. Also da ist man doch ein bisschen weit enteilt und es waren natürlich die Tech-Aktien, die das ermöglicht haben. Jetzt haben wir ja in der Nacht Donnerstag auf Freitag diese Debatte zwischen Biden und Trump, wo wahrscheinlich einige Demokraten schon nervös sind, weil sie denken, kriegt der gute Joe das hin? Aber
Und das ist ja der Punkt, warum wahrscheinlich die Renditen irgendwie unterstützt sein werden aufgrund dieser massiven Verschuldung. Jetzt gucken wir uns mal an, was Herr Biden in 3 Jahren gemacht hat. Er hat nämlich 4,3 Billionen an neuen Schulden gemacht. Der Saturnald hat in 4 Jahren, also etwas mehr, 8,4 Billionen Schulden gemacht. Und nichts, was Donald Trump sagt, deutet darauf hin, dass er da weniger Schulden machen wird, als Joe Biden es derzeit macht. Im Gegenteil, er dürfte die Einnahmesituation noch weiter verschlechtern durch die von ihm versprochenen Steuersenkungen. Wie das funktionieren soll ohne eine massive Dollarabwertung und einen starken Anstieg der Renditen, das wird sein Geheimnis bleiben. Die Frage ist auch, was passiert mit den Tech-Konzernen, mit so doch eher linksgerichteten Woken-Unternehmen wie Google? Wie wird Donald Trump auf diese Firmen reagieren? Jetzt hat sich meine zweitbeste Freundin committed und gesagt, also ich werde Trump wählen, weil er besser für die Wirtschaft ist. Ja, dann übrigens gebeten, das nicht mehr zu senden, war aber zu spät. Auch lustig. Warum wird Cassie Wood sich das wünschen? Weil das vielleicht die einzige Chance ist, dass sozusagen die Scherben ihrer Performance nochmal irgendwie gerettet werden, wenn die Fed dann auf Geheiß von Donald Trump die Zinsen auf Null senkt. Möglicherweise, keine Ahnung. Aber wenn wir im politischen Spektrum bleiben, aber nach Europa wechseln, nach Frankreich, sehen wir Macron mit dieser Warnung vor Bürgerkrieg. Okay, also das ist natürlich schon ein bisschen martialisch. Das ist also doch jetzt nur noch die drittstärkste Partei in Frankreich, die hier vom Bürgerkrieg spricht. Wir sehen, Le Pen baut ihren Vorsprung in den Umfragen aus vor der Volksfront von Frankreich, die französische Volksfront, und der Partei Renaissance von Monsieur Macron, der aber irgendwie unsexy wirkt derzeit, den die Franzosen offenkundig so ein bisschen Leid haben. Und das gilt vielleicht für den einen oder anderen Männer zu sehr auch für diese in Deutschland wirkende Ampelkoalition. Ich hatte heute Morgen schon gesagt, hier, Lindner muss jetzt mal eben 8,7 Milliarden dem guten Habeck überweisen wegen Kosten für Förderung erneuerbarer Energien. Hier sehen wir das mal auf den Monat aufgesplittet. Es wird immer ein bisschen mehr. Okay, wir haben jetzt wirklich auch eine Rekordproduktion von Solar. Strom, das muss man dazu sagen, aber Problem ist halt unser Geschäftsmodell, wenn viel Erneuerbare da sind, dann fällt der Preis, wenn der Preis fällt, weil du kannst nicht speichern, musst du gucken, dass du ins Ausland das Zeug kriegst, das Ausland sagt, aber brauchen wir eigentlich nicht, ihr habt ja eh zu viel davon, das heißt, wir kriegen praktisch kein Geld dafür, wenn wir aber Strom brauchen, dann müssen wir teuer einkaufen, geniales Geschäftsmodell, müsste ich auch mal für meine geschäftlichen Aktivitäten mir sehr genau überlegen, wie cool dieses Modell ist. Und wir sehen die Folgen, Verteuerung der Energie schon vor Ukraine-Krieg, politisch gewollt durch diese ganzen CO2-Geschichten, Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe sind wir Schlusslicht, noch hinter dem Musterknaben Frankreich und rechts IFO-Geschäftsklima hatten wir gestern frisch gehabt, auch sehr, sehr mau. Und dann wird diese Kugel Eis, die uns Herr Trittin versprochen hat, für die Kosten der Energiewende, die wird immer so ein bisschen teurer. Jetzt hat die Lufthansa gesagt, 72 Euro pro Ticket wird aufgrund dieser ganzen Kosten wegen Klimaschutz, wird das jetzt teurer werden. Jetzt kann man sagen, ja gut, die Lufthansa verlangt eh Pornopreise, wenn sie jetzt da nochmal 70 Euro draufhauen, ist eh schon wurscht, aber es ist eben so ein Faktor, der dann immer stärker sich niederschlägt, nicht nur für den Staat. 400 Milliarden Euro haben wir jetzt bereits ausgegeben. Und mit welchem Resultat? Wirtschaftlich haben wir gesehen, nicht so richtig gut. Das grüne Wirtschaftswunder ist seltsamerweise, völlig überraschenderweise ausgeblieben. Das, was wirklich zählt, wenn wir schon von CO2 sprechen, ist China, United States und Indien. Wir sind so keine 2%, aber am deutschen Klimawesen wird die Welt genesen, singt der Robert Habeck. Und dafür zahlen wir den Preis. Und dann kommt noch eben dazu, dass die Leute unzufrieden sind, weil sie eben nicht so viel Geld in der Tasche haben. Man hat das Gefühl, die Politik adressiert die eigentlichen Probleme der Leute nicht. Und eines davon ist zum Beispiel eben, dass wenn ich hier ein Paar mit 2 Kindern bin,
Und ob ich dann 4.000 oder 5.000 Euro verdiene, das macht keinen Unterschied. Im Gegenteil, wenn ich 5.000 verdiene als Paar, dann komme ich sogar steuerlich schlechter weg. Also diese kalte Progression verhindert, dass man etwas davon hat, wenn man eben Einsatz zeigt und arbeiten will. Jetzt kommt hinzu, dass eben der Anteil der Sozialversicherung am Bruttolohn wohl deutlich steigen wird in den nächsten Jahren, auch durch den demografischen Wandel. Also das sind alles Dinge, die die Leute beschäftigen. Und irgendwie wird hier Traumtänzerei beschrieben von Scholz und Co. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Frankreichs Anleiheinhaber sind schon ein bisschen besorgt und fürchten eine neue Euro-Krise. Zu Recht, wir werden es sehen. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist ein geopolitisch hochinteressanter Artikel. Nämlich Putin hat ja diesen Deal mit Nordkorea geschlossen. Das aber hat in Japan Folgen, das hat in Südkorea Folgen und das hat sogar in China Folgen. Warum, wieso, weshalb in diesem Artikel. Also diese beiden Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.